Ja, hallo Filmfans, willkommen zu einer neuen DVD-Review. Nicht alle Aliens sind freundlich. Ja, dieser Titel ist eigentlich völlig schwachsinnig, denn die meisten Aliens sind in irgendwelchen Invasionsfilmen immer die Bösen. Und bis auf E.T. und ein paar andere, ja, sind diese in der Überzahl. Ja, 1983 drehte Harry Bromley Davenport einen kleinen englischen Sci-Fi-Trasher mit dem Namen X-Tro. Ja, in X-Tro dreht sich alles darum, dass halt ein Sohn miterleben muss, wie sein Vater halt von Außerirdischen entführt wird und halt nach Jahren auf mysteriöse Weise wiederkommt. Allerdings, um seine Ankunft vorzubereiten, wird eine Frau von einem Alien überfallen und geschwängert. Daraufhin schlüpft der Papa wieder in die freie neue Welt und macht sich auf den Weg seiner Familie, um seinen Sohn ebenfalls mit diesen Alien-Genen zu infizieren. Die Mutter des Jungen versucht alles dran zu setzen, dies zu verhindern. Um sie herum sterben halt ein paar Leute wie die Fliegen auf recht originelle Art und Weise. Ja, dieser Beitrag von 1983 könnte man glatt als Plagiat von Alien nehmen. Er ist die etwas übersteigerte Version dessen, was halt in Alien gezeigt wurde, als John Hurt den Chestburster geboren hat, halt die Vorform des Aliens. Und genau hier ist es auch andersrum, nur dass das Ganze ein bisschen schräger ist. Denn hier vergewaltigt das Alien eine Frau und die gebiert daraufhin einen, ja, den Vater, also einen kompletten Menschen, ja. Eine recht originelle Szene, muss ich sagen, was ganz klar ist, ja. Natürlich, der Film wurde mit einem kleinen Budget realisiert und im Vorfeld musste man alles genau planen, da die Drehzeit bei nur 6 Wochen lag und ja, vor allem das Design der Kreatur kam man zuerst auf die Idee, einen Mann in einen gesichtslosen Gummianzug zu stecken, aber dann kurzerhand später entschied man sich, das Ganze zu ändern und einen Pantomim zu engagieren, der rückwärts auf allen Vieren lief. Also ich muss sagen, die Szenen, in denen das Alien zu sehen ist, die sind wirklich sehr gut gelungen. Also da kann man echt nicht meckern. Da hat Davenport aus dem kleinen Budget echt was Gutes gemacht und dieses Vieh sieht echt eklig aus. Es ist wirklich noch handgemacht, 1983. Da war noch nicht viel mit Computereffekten und so. Und halt diese Kreatur schwängert halt die Frau. Natürlich zwischendrin schleichen sich ein paar Längen ein. Es ist bei weitem nicht so originell, wie man denken könnte. Aber es gibt dann zum Beispiel so Szenen, wo ein überdimensionaler Spielzeugsoldat einer Mitbewohner im Haus halt den Geist aufmacht, auch sehr lustig gemacht. Oder dann taucht halt auch so ein komischer Lilliputaner auf. Ja, alles total abgedreht. X-Tro war allerdings ein relativ kleiner Erfolg, also nicht ein Riesenhit oder so. Ich weiß auch nicht, ob die meisten von euch den kennen, vielleicht nur die ganz hartgesottenen Fans. In seiner Exposition ist es pure Exploitation. Es ist ein Alien-Plagiat durch und durch. Der Film ist bis heute immer noch indiziert in Deutschland, keine Ahnung warum. Es gibt schon ein paar krasse Szenen, aber der Film, der suhlt sich absolut nicht in Gewaltszenen. Das Design des Aliens ist wirklich hässlich und im Finale genauso eklig. Das Ganze zog dann noch 2 Fortsetzungen hinter sich. 1990 gab es eine Fortsetzung, die war allerdings kein großer Erfolg. Die Effekte waren gut, aber die Story und die Inszenierung waren absoluter Käse. Jean-Michel Vincent hat da mitgespielt aus Airwolf, aber der hing ja da schon mehr an der Flasche. Und 1993 gab es dann noch eine Fortsetzung, der hat Davenport wieder Regie geführt, X-Tro 3, Watch the Skies, das war mehr so eine Art Predator-Klon. Ja, das war erstmal so viel zum Film. Das hier ist, muss ich sagen, die bislang beste DVD-Version, die es von X-Tro nicht alle Außerirdischen sind freundlich gibt. Ja, diese Version ist von Marketingfilm, ist eine 2-DVD-Box, ist die Complete Edition und die beinhaltet 3 Fassungen. 3 Filmfassungen, also einmal die Langfassung mit dem alternativen Ende und zwar mit einem, ja muss ich sagen, einem etwas negativeren Ende, dann die Kinofassung mit dem alten deutschen Ende und die UK und US-Version mit dem alternativen Ende. Ja. Auf jeden Fall. Ja, was ich sagen muss, ist eigentlich eine recht gute Veröffentlichung. Allerdings, der Film liegt nur in Vollbild vor. Es sind 2 DVDs. Und die Bildqualität, die entspricht manchmal nicht dem hohen DVD-Niveau, weil
für einige Szenen es einfach kein besseres Ausgangsmaterial gibt, aber das steht unten in so einem kleinen Extra-Text, steht das da nochmal drin. Ja, auf jeden Fall, der Film hat eine Spielfreigabe, eine harte JK. Diese Version ist allerdings nicht indiziert, so wie die zum Beispiel Red Edition oder die CMV-Version. Ich finde die Indizierung sowieso total überholt für so einen alten Film. Man hätte ihn schon längst von der Liste streichen können, ich weiß noch nicht warum, keine Ahnung. Der Film hat schon ein paar sleazy Szenen, aber es ist, muss ich sagen, es ist kein Splatter- oder Gore-Film, es ist eindeutig ein, ja, so ein Alien-Horror-Trash-Film, so, ja, mit einigen schrägen Ideen, wie ich schon vorher erwähnt habe. Ja, und, ich weiß nicht, ob es das Teil noch so großartig gibt, also, ich glaube, die Red Edition ist sogar noch ein bisschen seltener geworden, auf jeden Fall, das Cover sieht nicht schlecht aus. Also wirklich, die technischen Attribute, ja, Ton, das ist alles mehr als durchschnittlich. Also überhaupt, man kann froh sein, dass es den Film überhaupt in so einer guten Form gibt. Also ja, oh. So, und da haben wir erstmal hier noch so einen schönen Einleger. Und zwar mit der Kapitelanwahl. Nicht schlecht, die Idee. Und auf der Rückseite halt Werbung halt für ein paar andere Filme vom Marketing, auch hier Zombies, Shockwaves, halt dieser Film mit den Nazi-Zombies, der ist ja auch von vom Index gestrichen worden, ja. Das ist natürlich das Innere, das Prunkstück. Und wie man sieht, die beiden Scheiben sehen eigentlich vom Inlay her identisch aus. Auf der hier auf Disc 1 ist die Langfassung mit dem Zusatzmaterial und auf der anderen sind die Video- und die Kinofassung. Ja, zum ja, Bonusmaterial, es gibt eigentlich nicht viel, es gibt halt das alternative Ende nochmal extra, eine Art Wirkgalerie, Teaser, eine Slideshow, ja, eigentlich nicht viel, aber es ist immerhin ein recht nettes Päckchen hier, sieht nicht schlecht aus, also kann man nicht meckern. Ja, Extra ist halt so ein kleinerer Genrefilm, muss ich sagen. Es wird doch nicht jedermanns Sache sein, weil diese einige Ideen sind recht abstrus, wie zum Beispiel mit diesem Spielzeugsoldaten, der auf Übergröße anwächst und dann halt dieser älteren Frau da halt auflauert. Oder halt dieser eigenartige Lilliputaner, da wird sogar jemand mit so einem Jojo, mit so einem leuchtenden Jojo die Kehle aufgeschnitten. Also ganz komisch, also ich muss sagen, die Aliens sind, also das Alien am Anfang und das am Ende, die sehen recht eklig aus. Und der Regisseur Davenport verzichtet hier wirklich auf ja, auf so ein richtiges Happy End, muss ich sagen. Einiges zieht sich in die Länge, es gibt gute Effekte. 1983, glaube ich, hat er sogar ein paar Preise für die besten Effekte gekriegt, da ist nochmal das Alien. Was ich anmerken muss, die Darsteller sind nicht großartig bekannt. Philip Sayer hat mir nie was gesagt, Bernie Stieger auch nicht. Marion D'Apo sagt mir aber was, der hat in dem einen James Bond Film Der Hauch des Todes mitgespielt. Aber jetzt auch in der letzten Dorian Gray Verfilmung, die ist, glaube ich, am aktivsten noch von allen, sonst den Rest von den Darstellern kennt man nicht. Empfehlen kann ich den Film eigentlich nur Fans von wirklich so Science-Fiction, Alien-Trash-Movies, so reinen Plagiaten. Dabei er ist nicht schlecht, also die Effekte sind ganz gut, die Musik ist von vom Regisseur selber, der wird hier ein bisschen auf den Spuren von Carpenter wandeln, ist auch ganz gut. Kameraarbeit auch. Es gibt einige spannende Szenen, aber zwischendrin flacht das Geschehen einfach immer wieder auf. Aber ich muss sagen, bislang ist die Complete Edition die beste deutsche DVD-Veröffentlichung, die erschienen ist. Und wer ein Faible dafür hat oder so, wer sich für solche Filme interessiert, natürlich kann natürlich schauen, ob er den Film kriegt oder so. Auf jeden Fall ist es einer dieser weniger bekannten Filme, die ich jetzt einfach mal vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und freue mich auf eure reichhaltigen Kommentare. Und ja, das war meine neueste DVD-Review zu Xtro. Nicht alle Außerirdischen sind freundlich. Ne, die meisten sind eh nicht freundlich. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Lord.